Hallo an alle und willkommen zurück zu einer neuen Folge Warframe. Heute gehen wir die letzte übrige Quest an und rechts wird es auch schon angezeigt, Sande des Inaros. Ja, die letzte Quest, die aktuell noch übrig ist, der neue Krieg, wissen wir alle, können wir nicht mehr machen. Da gibt es aktuell nicht mehr. Deshalb, die letzte Quest ist Sande des Inaros und ich würde sagen, wir beginnen die Quest auch. Hilft Barokiter dabei, eine uralte Gruft auf dem Mars zu splündern, um einen mysteriösen Schatz zu bergen. Mann, ich kann ja schon wieder nicht mehr lesen, das ist ja nicht mehr normal. Öffne die Nachricht von Barokiter in deinem Postfach. Okay, beginnen wir die Mission, die Quest. I have a rare opportunity for you. It seems there may be a tomb hidden on that forsaken place. Tombs mean treasure. And yet, sadly, my usual relic hunters are superstitious idiots who refuse to disturb this so-called sacred place. You, Tenno, however, are more pragmatic, especially when it comes to ducats, am I right? Tenno, ich freue mich darauf, mit dir zusammenzuarbeiten. Jo. Erkunde das Grab, müssen wir. Ja, wir aus der Quest, wie man unschwer lesen kann, bekommen wir natürlich Inaros raus. Und wir gehen mit Inaros Prime natürlich rein. Deshalb bräuchten wir eigentlich Inaros auch überhaupt nicht mehr. Oder was das ist, überhaupt nicht mehr. Wir müssen den schon mal hochspielen. Aber ich bin auch mal gespannt, was uns hier in der Quest dann erwartet. Sande des Inaros, Wüstengrab, Ara, Mars, Stufe 25 bis 25. Was? 20 bis 25, so. Und wir müssen jetzt irgendwie das Grab anscheinend betreten. Bin ich mal gespannt, was uns da erwarten wird. Wir überspringen das hier natürlich. Und wohin muss ich? Okay, runter. You can feel the filth and grit in every breath. This desolate rock is the former colony of the backward-thinking sky worshippers. Their stories are worth as much as the sand around you. Nothing. The Grineer took pity on their miserable existence years ago, returning this so-called civilization to the sand. Yet for some elusive reason, their relics have become quite fashionable and thus valuable. Rare antiquities. That's why we're here. Okay, erstmal 1000 Meter laufen. Und hier sind auf jeden Fall überall infestet. Wie wir hier sehen. Und natürlich ist hier das Gegnerlevel wieder nicht hoch. Wir können hier ohne Probleme durch. Die machen uns hier keinen Schaden. Weil das ja eine Quest ist, die man eigentlich schon ziemlich früh machen kann. Oder die Quest muss man ja eigentlich von Barokiter kaufen. Wenn er die zufällig dabei hat. Was natürlich immer der Fall ist. Fällt mir gerade so ein. Barokiter hat die Quest immer dabei, genau. Okay, wo sind wir hier? Das sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Habe ich bis jetzt, glaube ich, noch nicht gesehen. Das sieht hier aus wie so ein Tempel. Hängt auch irgendwie, hängen Spinnweben runter oder so. Ja. Ignore these glyphs. Nothing but nonsense about their so-called god king. Inaros, is it? How quaint. The only thing heaven sent from Inaros will be the price his relics fetch at auction. Hush, hush, my little Doom. You don't need to be scared. There, there. That's right, shake out the sand. But remember, not all of it. And I'll tell you the story. Tenno, what is this? How are you doing that? Long ago, the lands of our colony were cursed. They were soaked in fear. The Golden Skymen would come and take our children away. Young and old alike cowered before them, afraid to lose their most beloved. That voice! Tenno, stop this! But then he came. The Fear Eater, the Sky Killer. He was called Inaros. Okay. Die Stimme war gerade richtig cool, wie die so um den Kopf gelaufen ist. Richtig geil auf jeden Fall. Und wir müssen hier das heilige Gefäß nehmen. Okay, das klingt hier auf jeden Fall ziemlich gruselig, wenn ich ehrlich bin. A burial vessel. It will contain precious relics. There, there, you're not defiling a tomb. You're creating wealth. Return to your ship. We must examine this vessel further.
Okay, wir können schon raus. Ich bin mal gespannt, was wir mit dem Gefäß machen müssen. Und dass wir hier nicht aufgehalten werden, wundert mich eigentlich gerade ehrlich gesagt ein bisschen. Aber gut, wir sind anscheinend draußen und werden vom Schiff abgeholt. Mission erfolgreich, okay. Komisch. Ah, wir haben die Inarus Blaupause schon bekommen. Das ist natürlich richtig geil, richtig stark. Und ein heiliges Gefäß. Ein besonderes Relikt aus dem Grabmal des Inarus. Okay. Bin mal gespannt, was wir mit dem Gefäß noch machen müssen. Wieso kann ich nicht jetzt? I could have never foreseen this. That vessel, it contains primitive etchings that seem to be a sort of blueprint. Was a warframe entombed there? Look at it. It's exquisite. There's an inscription. Prove you are him. Destroy the ones who oppress. Destroy who? Does this smudged glyph represent some enemy? You'll have to carry that vessel into battle and prove yourself if we are to unlock these secrets. Okay, wir haben hier jetzt ein Symbol drauf, zeige heiliges Gefäß. Und wenn wir im Internet das eingeben, Sande des Inarus, können wir dann nämlich nachschauen, welche wir dafür killen müssen. Und wir müssen hier, hier. Wir müssen einen volatilen Läufer töten, anscheinend. Das ist das Symbol, das wir hier sehen. Da haben wir drei verschiedene, die wir bekommen könnten. Einmal Jäger, dann Detron-Besatzungsmitglied und eben den volatilen Läufer. Was spricht man denn überhaupt so aus? Keine Ahnung. Ich muss jetzt aber auf jeden Fall ein paar von den Typen killen. Ich weiß nicht, ob ich das Gefäß irgendwie ausrüsten muss. Irgendwie in meinen Rad rein oder so. Ich glaube, ich gehe mal ganz stark davon aus. Ja, ich denke mal. Ja, okay. Ich muss sie auf jeden Fall ausrüsten und dann muss ich damit jetzt eben die Läufer da killen, die ich gerade eben gemeint habe. Und dann müsste das Gefäß eigentlich voll werden und dann sehen wir uns wieder, wenn ich das gemacht habe und das Gefäß voll ist. Ja, wie ihr seht, habe ich das Gefäß voll. Ihr seht es hier links neben mir. Das leuchtet jetzt schön blau. Ich habe den Läufer ein paar Mal gekillt und habe dafür die Mission, wie heißt sie, auf Merkur gemacht. Apollodorus, genau. Ja, aber ja, es gibt nämlich ja auch noch insgesamt drei von den Gefäßen, die man als erstes haben kann. Das könnt ihr euch einfach dann im Wiki nachschauen, falls da einer von euch nicht weiß, welchen ihr killen müsst und wo ihr die Gegner auch findet überhaupt. Aber wir machen jetzt erstmal weiter. Wir haben eine Nachricht von Barokiter bekommen. Nee, haben wir nicht. Okay. Auf jeden Fall hat er uns gesagt, dass das Gefäß voll ist und wir zum Schiff zurückkehren sollen. Das habe ich dann logischerweise auch gemacht. Und jetzt geht es hier weiter. Und zwar müssen wir wieder zum Wüstengrab. Und ich glaube, wir müssen das Gefäß zurückbringen. Das volle, glaube ich, soweit ich das weiß. Oder steht es dran? Nee, steht nicht dran. Aber, halt jetzt. Ich bin auf öffentlich. Das war nicht mein Plan. Jetzt geht's los. Und ja, dann bin ich mal gespannt. Es gibt, glaube ich, noch drei oder noch zwei weitere Gefäße, die wir noch machen müssen. Aber da lasse ich mich mal überraschen. I'll be grateful when this is over. I cannot stand this barren place. Even the Orokin could not have enlightened these sandscapes. Na, hier nicht durchlaufen. Danke. Okay. Gut, wir müssen wieder 1500 Meter zurücklegen. Oder 1400 waren es gerade noch. Ja, wieder ein ganz schönes Stück eigentlich. Aber sollte ja gut hier vorbeigehen. Ist ja nicht allzu schwierig. Und dann schauen wir mal, was uns erwarten wird. Was wir mit dem Gefäß jetzt anfangen können. Was uns gebracht hat, die ganzen zu killen und das Gefäß voll zu machen. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass wir wieder in den Tempel oder in das Grab zurückgehen müssen. Stand ja eigentlich auch gerade dran. Also ich denke mal, dass es das gleiche wieder sein wird. Wo wir auch das Gefäß geholt haben. Oh, das war gerade ein komisches Geräusch.
So I'd appreciate if you kept your Tenno-Soma Void Resonance thing to a minimum. I've had enough of this culture to last a lifetime. Ja, ein bisschen Geschichte muss doch auch sein. Okay, ja, wir sind wieder am gleichen Tempel. Und gehen hier wieder schön rein, an den Spinnenweben vorbei. Take the vessel to the door. What happens? Na, ich bin mal gespannt. Dann wird geschlafen, okay. Heiliges Gefäß ablegen. Not again. Okay, die Tür geht auf. Okay, nochmal ein Gefäß. Habe ich mir noch fast gedacht. Heiliges Gefäß nehmen. Okay, wir sehen nicht, was drauf ist. Inaros begann nicht als unser König, sondern als unser Enemy. Ein Warrior of the Golden Skyman. Aber für jedes Kind, das Skyman took away, Inaros grew even more angry. Until one fateful night. Another child had been taken, and the villagers had gathered in a mourning circle weeping, until they heard a small voice. By the tombs, it was the child returned. As he approached, the people gasped in horror, as they saw that he was drenched in blood. His father rushed to the boy and embraced him, and saw that he had no wounds. "Whose blood is this?" he asked. The boy looked to the sky and said, "This is the blood of the Skyman. This is the work of Inaros. By the sand and the stars, the Skyman raged. They set upon Inaros with their armies, but none could prevail. For he commanded the sand, he commanded death. Inaros ate their fear and became stronger." Ja. None of this could be true. Could it? Ja, wir haben ja Inaros Prime, wir wissen das schon, was Inaros alles kann. On that day, Inaros became our king, and in a great whirlwind of sand, ascended to watch over us from his throne in the sky. What if? It can't be. Okay, besiege die Angreifer. Oh, ich glaube, wir können die scannen. Wir können die rein theoretisch scannen, ja? Ich glaube, das würde uns sogar was bringen. Ich lasse mal meinen Helios ein bisschen scannen. Ich glaube, dann könnten wir uns rein theoretisch irgendwann mal ein Cover züchten. Hier oben greifen die mich anscheinend gar nicht an, alles klar. Zumindest machen sie nicht viel Schaden. Okay, gut, dann kenne ich die mal alle. Also wenn ihr... Oh, hallo, nochmal einer. Also ich glaube, wenn wir die züchten wollen, müssen wir die scannen. Und das ist normalerweise, glaube ich, gar nicht so einfach. Außer, ihr macht natürlich hier die Mission. Oh, das wollte ich nicht. Das wollte ich auch nicht. Okay, ich kann anscheinend keinen mehr von denen scannen. Egal. Dann machen wir die alle mal weg. Das ist jetzt eigentlich was nicht zur Mission gehört, sondern eigentlich müssen wir die nur ausschalten, aber... Ist ja in Ordnung. Okay, Angreifer besiegen. Da kommen noch mal ein paar. Okay, aber wirklich stark sind die Angreifer jetzt da nicht, wenn ich ehrlich bin. Okay, wir können hier gar nicht hochklettern, schade. Ah, das ist schade. Das wäre cool gewesen, wenn wir auf die Statue drauf hätten können. Ja, wie viele Angreifer sind es hier?
Da, okay. Ah, jetzt werden sie mir angezeigt. Perfekt. Sie sind ganz schön flink unterwegs, muss ich mal sagen. Hallo, stehen bleiben. Danke. Und da hinten noch zwei. Ah, noch drei sind's. Was, vier noch? Es werden ja immer mehr. Mann, das gibt's doch nicht. Okay, das war's. Perfekt. Return to your ship. I must collect myself. Okay, dann mach das mal. Dann gehen wir doch gerne zurück. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt noch hätte mehr scannen können oder nicht. Aber ein paar habe ich auch schon mal gescannt, ist ja ganz gut. Und wir haben die Inaros Neuroptik-Blaupause bekommen. Und natürlich das heilige Gefäß. Und fünfmal genetischen Covered-Code, das ist auch gut. Das ist schon mal sehr gut. Die kann man auch gut gebrauchen, auf jeden Fall. Und ich bin mal gespannt, was wir hier jetzt für ein Gefäß bekommen werden. Was da, oder was, ja, was auf dem Gefäß drauf sein wird. Okay, gehen wir auf Escape. I'm beginning to think this Inaros myth was drawn from an actual warframe. Komisch, könnte eventuell sein. Oh, I see. Another glyph. Another challenge. See if you can figure out which enemy it represents. Ja, natürlich habe ich hier schon das Wiki offen und weiß, dass es eine Brutmutter darstellt. Und wenn ich hier mal drauf gehe, dann sehe ich, dass wir die auf der Erde, auf Ceres, auf Uranus und auf Eris bekommen bei verschiedenen Missionen. Gut, die Mission werde ich natürlich dann auch wieder machen. Und wenn ich das gemacht habe, sehen wir uns hier wieder und dann sollte das Gefäß voll sein und es geht weiter. So, es geht weiter. Ich habe, wie ihr hier seht, das Gefäß gefüllt, habe die ganzen Brutmutter, ja, gekillt. Und ja, wie ihr seht, das Gefäß ist schön voll und wir können hier weitermachen und müssen wahrscheinlich wieder zum Grab zurück, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Zum Wüstengrab, genau, machen wir das natürlich. Gehen wir da zurück. Und schauen mal, was wir machen müssen. Ich denke, wir müssen es wieder abstellen und bekommen wahrscheinlich nochmal ein neues Grab. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gehe ich mal ganz stark davon aus. Oh, Falle. Und wir müssen wieder einiges an Metern hier zurücklegen. 1200. Gut, dann beeilen wir uns mal und gehen hier durch. Und wir kommen ja dann logischerweise wieder zu dem gleichen Grab wie die letzten Male auch schon. Und ich bin mal gespannt, was für ein Gegner uns dieses Mal erwartet. Noch 500 Meter. Wieso müssen wir hier immer so weit laufen? Wieso kann der uns nicht direkt vorm Grab absetzen, wenn er uns auch davor abholen kann? Das würde doch viel mehr Sinn machen. Naja, egal. Wir haben es ja gleich geschafft schon. Und hier sind wir gleich. Ah ne, es ist noch eine Weile. Da ist es, perfekt. Hier wieder schön rein, durch die Spinnenweben durch. So, where is she? Ach, komm schon. I think I need to hear the rest. I think I've needed to hear this for a long time. Und da vorne müssen wir das Gefäß wahrscheinlich abstellen. Ja, heiliges Gefäß ablegen, machen wir. Dann werden wir hier reinkommen. In die nächste Kammer. Und wir haben ein neues Gefäß natürlich. Das können wir mal schön nehmen. Desperate, our people called out to the sky. Inaros. Inaros. But they could not wake him. And so, they were consumed by the ravenous horde. With all lost,
the few remaining villagers gathered in the morning circle to prepare for the end, when suddenly a storm rose about them. A colossal spiral storm of sand, piercing the sky. The villagers huddled, trapped within the storm's eye as the beasts charged them. In moments, the beasts were torn apart and the infested plague was swept away, never to be seen again. As the storm subsided, the people ventured out into the desert, hoping to catch a glimpse of their savior, their beloved Inaros. Okay, wir haben hier... Wir müssen Grabhüter besiegen. Oha, okay. Fetter Dude, der aber direkt weg ist. Ah ne, da sind noch ein paar mehr. They gathered his body to keep it safe from thieves and raiders. They placed the pieces within the sacred vessels and entombed them in secret, knowing that one day Inaros would reclaim his body and rise again. So now, my sweet doomed, you have no need of fear. Take these grains and keep them under your pillow. Inaros will watch over you. Inaros wird über uns wachen. Alles klar. Okay, wir gehen wieder hier raus natürlich. Der Grabhüter oder wie auch immer hieß, war jetzt nicht wirklich stark, wenn ich ehrlich bin. Aber gut. Ist ja auch eine einfache Quest eigentlich. Mission erfolgreich. Wir haben natürlich wieder ein neues heiliges Gefäß bekommen. Und die Inaros Chassis-Blaupause, was auch natürlich richtig gut ist. Dann können wir Inaros bald bauen. Und ich bin mal gespannt, was uns erwartet, was wir diesmal killen müssen für das heilige Gefäß. Gehen wir hier auf Verlassen und schauen uns das mal an. The story isn't just a myth, is it? Look at this sacred vessel, one of four, just as she described. And the challenges. You must prove your Tenno. Okay, wir müssen anscheinend, wenn ich das richtig sehe, manischen Grenier killen. Ich weiß nicht, wie viele davon, 5 Stück oder so, glaube ich. Aber genau, das Zeichen zeigt uns, wir müssen manischen Grenier killen. Das werde ich natürlich machen. Das könnte aber eine Weile dauern. Aber ich bin mal gespannt, wie lange es dauert. Ich habe keine Ahnung, muss ich mal schauen, wo die überhaupt spawnen. Wo wir die finden. Aber gut, wir sehen uns dann natürlich wieder, wenn ich das geschafft habe, und dann geht's hier auch direkt weiter. So, ich habe das letzte Gefäß, was noch übrig war oder gefehlt hat, auch jetzt voll gemacht. Ich musste ja die Mannix töten, habe ich hinbekommen, ging eigentlich sogar recht schnell, wenn man weiß, wie es geht. Aber genau, es kann weitergehen sozusagen. Wir können weitermachen hier bei der guten Quest, Sanne des Inaros. Und die nächste Aufgabe ist wahrscheinlich wieder, ja, hier zum Wüstengrab zurückgehen und das Gefäß dort wieder abzustellen. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir noch einen Final Bosskampf oder irgendwas haben. Weiß ich gerade überhaupt nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber sehen wir gleich, was uns da erwartet. Okay, wo müssen wir? Okay, darunter. Cut them down. Make them fear this place. The Grenier should be swept away. Oh! Ah, Mist, okay. Da bin ich in die Falle reingelaufen. Das war nicht so geil, aber egal. Und wir müssen natürlich wieder hier die 1000 Meter laufen. Oder fliegen, springen, wie auch immer. Das sind wir ja mittlerweile schon gewohnt. Müssen wir ja jedes Mal machen. Aber sind wir auch bald wieder da. Was heißt bald? Naja. 700 Meter gleich noch. Das Grab kennen wir ja mittlerweile auch schon ziemlich gut. Waren wir schon ein paar Mal. 2 oder 3 Mal? Bin mir gerade gar nicht ganz sicher. Ich könnte hier eigentlich mal auf vollautomatisch stellen. Mal sehen, was uns für einen Grabwächter dann dieses Mal erwartet. Okay, hier durch und
Da sind wir auch schon, perfekt. Dann hier wieder rein, durch die Spinnweben durch. Okay, und wir müssen hier nach hinten zu einem neuen Grab und hier die Urne abstellen oder das Gefäß. Machen wir das mal. Okay, wir kommen hier rein. Und wir haben nochmal ein Gefäß. It wasn't me I was worried about. What do you want? I'm not worried. No, you have no right. Ineros. 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 No, no, it's just me. Ineros. Ineros. No. Holy shit, was passiert hier? But Inoros never came. You've shown me why I came here, Tenno. Not for riches. The doors are closing again. Prove that you're worthy of Inoros' strength one last time. Okay, das war gerade Inoros, glaube ich, gegen den wir da gekillt haben. Ja, sieht ganz danach aus. Hier kommt jetzt nochmal ein Wächter irgendwo. Ja, da ist er. Keine Muni mehr, Mann. Okay, diesmal sind es zwei. Aber die halten ehrlich gesagt nicht viel aus. Da ist er auch schon down, der gute Inoros. My mother's call will be answered. Inoros will rise again. Come home, Tenno. Okay, mach ich. Ich komm heim. War es das jetzt? War das der final Bosskampf, der finale Kampf gegen den Inoros? Okay, ich musste eine Mission abschließen. Cool, habe ich gemacht. Wir haben die Inoros Systemblaupause bekommen und nochmal ein heiliges Gefäß. War das vielleicht doch nicht das letzte Gefäß, das wir machen mussten? Gute Frage, vielleicht habe ich mich da auch verlesen. Vielleicht müssen wir doch nochmal ein Gefäß machen. Wer weiß, das sehen wir gleich. She was gone, but somehow you let her speak again. You made me face my past, made me remember who I was. Take his relics and let him rise again. I couldn't think of selling them anyway. For me, these few grains of sand are all the treasure I need. Both of us know why Inoros couldn't have saved her. He wasn't able to listen then, but things are different now. Am I right? Okay. Wir haben also die Quest abgeschlossen. Ja, haben wir. Quest abgeschlossen, Sande des Inoros. Ja, war eigentlich eine ganz coole Quest, fand ich. Dadurch, dass wir immer wieder die Gefäße hatten, die wir füllen mussten mit bestimmten Gegnern, killen, fand ich auf jeden Fall ganz cool, muss ich ehrlich sagen. Hat mir Spaß gemacht, auch wenn das natürlich immer eine Weile gedauert hat, die verschiedenen bestimmten Gegnerarten zu finden. Aber war auf jeden Fall eine coole Quest und damit haben wir wirklich alle Quests jetzt abgeschlossen, die es aktuell zu spielen gibt. Mal sehen, was hier uns bei der neue Krieg noch erwartet. Aber, ja, sonst sind wir hier ziemlich durch. Jetzt gebe ich hier Sande des Inoros ein. Ha, vielleicht Inoros eingeben. Ich kann aber nicht schreiben. Inoros. Da haben wir jetzt alle Teile. Hier fehlt uns nur noch zwei Argon-Kristalle und den Rest können wir eigentlich bauen. Und ich würde sagen, das machen wir auch direkt. Dann muss ich hier noch die Argon-Kristalle sammeln und dann können wir Inoros bauen. Perfekt. Geil, geil, dann haben wir schon wieder einen neuen Frame eigentlich, den wir bauen können und spielen können. Natürlich spiele ich hier Inoros Prime, das heißt, den Inoros können wir danach verkaufen, aber natürlich auf Level 30 bringen, muss trotzdem sein.
Ja, aber wenn euch die Folge wieder gefallen hat, die Quest euch Spaß gemacht hat, genauso wie mir, dann würde es mich natürlich wieder wie immer freuen, wenn ihr meinem Kanal ein Abo da lassen würdet, und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao.